Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sitzen heute hier am Set von Schoki Banoki Daily und das da ist der Clint und... Hä, du bist ja gar nicht der Clint. Moment mal. Du bist ja der Gonzales. Ja, der Clint ist ja ganz woanders. Nee, das ist der Gonzales von Gonzales und Clint, deswegen habe ich gehört. Ja, und ich bin der Sashi und wir erzählen heute über den 20. Juli. Heute ist der 20. Juli und Geburtstag hat am 20. Juli Giselle Bündchen. Wo ist sie? Da kommt sie. Wo ist die gute Dame? Na, hopp. Giselle. Ach so, Giselle, Mensch, warte mal. Warte mal, mein Rechner muss ja erstmal aktiviert werden. So, jetzt. Giselle Bündchen, da. Guck mal hier. Brasilianerin ist sie, ja. Aha. Und als Brasilianerin hast du ja den Vorteil, dass du keine Portugiesin bist. Das stimmt. Das war der Witz des Tages. Ja. Badumts. Ja, genau. Das war ja das ist ja die Ex vom Leonardo. Der hatte aber auch schon einige gehabt. Der war ja schon überall mal dabei. Der nicht. Ich hatte sie noch nicht. Naja, sie noch nicht. Und Leonardo ging, hatte ich auch noch nicht. Es ging doch um einige. Naja, egal. Achso, ja. Naja, genau. Aber was ist noch am 20. Juli? Ja, pass auf. Da musste ich jetzt erstmal zweimal hier nochmal lassen. Also 2002, am 20. Juli, wurde der Streit um die unbewohnte Petersilieninsel in der Straße von Gibraltar, also... Das ist die Petersilie. Ach, guck mal, hier, der ist sie ja. Ja. Da ist ja gar keine Petersilie. Was war das denn? Naja, so ganz kleine Petersilie gibt es da. Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall haben die dort mit einer Einigung diesen Streit beendet, wem diese Insel gehört. Und zwar ist es Niemandsland. Das ist Niemandsland. Ja, also die haben sich geeinigt, dass sie uneinig sind. Wer nochmal? Spanien und Marokko. Spanien und Marokko waren sich uneinig und wusste keiner, wer die Petersilie-Insel übernehmen sollte. Ja, aber da wird man auch wild, wenn man das hier sieht, so ein bisschen, ne? Das ist Niemandsland. Das ist also Niemandsland. Das ist Niemandsland, ja. Kannst du noch einnehmen. Ist aber auch schade, ne? Ist also richtig, richtig tolles Fleckchen, ne? Ja. Aber das ist eine berühmte Insel, Petersilie-Insel, ne? Also das war ein Riesenstreit zwischen Marokko und Spanien dann eine ganze Zeit lang. Wann war das, in welchem Jahr? 2002, na gut, komm, ist ein bisschen näher. Und am 20. Juli ist auch Weltraumforschungstag. Ach was? Jetzt guckst du blöd, ne? Oh! Weltraumforschungstag von hier. Das ist der Clint, kennst du den? Ja, den kenne ich. Clint. Ja, stimmt. Ja, ja. Die Nase ist gut getroffen. Sieht so ein bisschen aus wie der Clint, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und Weltraumforschungstag ist in Gedenken an die Apollo-Landung 1969, Apollo 11, die Mondlandung. Da ist das Ganze dann entsprechend gestartet worden. Okay. Ja. Und am 20. Juli war noch? Was war noch? Bleiben wir beim Weltraum. Nochmal. Ja. Und zwar sind Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Ja. Doch nur die beiden sind. Ich wollte sagen, der dritte durfte nicht der raus. Der geheime dritte, den kennt keiner. Ja, du durfte nicht raus. Ja, die sind dort gelandet. Deswegen ja auch der Gedenktag, ne? Ja. Haben wir gerade gesagt. Ja. Und dann hier diese Fahne. Ja. Der Knaller war ja bei der Fahne, die hat ja gar nicht geweht. Ja. Weißt du warum? Weil es da keine Dings, die Atmosphäre gibt. Weil es keinen Wind, Wind gibt. Ja. Deswegen mussten die hier oben so eine Stange machen, damit die Fahne überhaupt zu sehen ist. Sonst hätte die einfach runtergehauen. Sonst hängen die runter, ja. Ja, genau. Ja, ist klarer. Ja. Das war am 20. Juli. 20. Juli, morgen ist 21. Juli, morgen ist der Clint da. Ja. Ja, und da gucken wir mal, was der Clint hier so von sich gibt. Boah, der holt einiges raus, das sag ich dir. Wie meinst du das? Na, das hast du jetzt gesagt. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie, Gonzales und Clint, jetzt rübergehen zum YouTube-Kanal. Genau, auf Wiedersehen.